So, ich bin jetzt hier bei Filamentum mit Joseph. Hallo. Hallo, ja, ja. Und er wird mir jetzt ein bisschen was über die neuen Filamente erzählen. So, what can you tell me about your new filaments? Well, this year we came just with a sustainable solution. So it's the trend. It's something what is getting more and more popular, but from my point of view, also necessary for our environment. And we released here a new PA6 filament, Port Curnow, from Fishy Filaments by Filamentum. It's a filament which is manufactured from recycled fishing nets, collected from local fishermen in Cornwall in the UK. And this is a good example how circular economy can work in practice, in real life, because it's a really story about transferring waste, converting waste into quality semi-product, and then you can make design products like this. So it's a kind of upcycling, and it's the new strategy for waste handling. We have this material also with carbon fiber. This is called Orca. Both are technical grades. Technical engineering plastics, good for industrial application, but are appreciated by designers of lampshades, like you can see there. This material is a material we already launched 2 years ago, but now is one of our bestseller. It's compostable, non-oilen. It's a material coming from natural sources, but it's filament. It's material with the engineering properties as well, with compostability advantages. So those three filaments. Our current newest trend. Okay, and what can you tell me about your flexible filament? This is PEBA. This is one of the best material with elastic properties. The biggest advantage of this material is high scale of usability in low temperatures from minus 40, also for a hot environment till 140 degrees centigrade. It's a material with extremely high mechanical abrasivity resistance, so therefore it can be used for parts which are used for transport of liquids or with abrasive particles. And it also recuperates about 100% energy given. Try it. Yeah. It has perfect. A lot more energy to the others. Yeah. So originally, this material was developed for running shoes. For high performance sport equipment by company Arkema, our partners, and we commercialized this for 3D printing. So it's a chemically polyether block amide. It's a combination of ether-based polyurethane
with polyamide 12 or polyamide 11, long chain polyamide. So great mechanical properties, fantastic chemical resistance, and heat resistance as well. Okay. Thank you. Thank you so much for coming. Have a nice day on the Formnext. Und ja, wahnsinnig spannende Materialien. Ich blende da auch unten immer noch mal die Spezifikationen davon ein. Guckt da gerne mal vorbei bei Filamentum. Ciao. Ciao. Danke. Danke. Vielen Dank. I was a bit stressed in a lot. No problem, no problem. But yeah, it is okay. Ja, ihr habt es gehört zum Schluss, er war tatsächlich sehr aufgeregt und ein bisschen angespannt, der Joseph von Filamentum. Also trotzdem nochmal vielen, vielen Dank, dass er dieses Interview gegeben hat. Hat er noch nicht so oft gemacht, ich habe ihn da auch ein bisschen überrumpelt. Und ich fasse das jetzt nochmal ganz kurz zusammen und ein bisschen was ist da auch untergegangen, beziehungsweise war da gar nicht so richtig genannt, was da jetzt noch an neuen geilen Filamenten bei Filamentum so am Stand waren. Fangen wir nochmal bei dem Nylon 6 an, diese grüne Rolle. Das wirklich Interessante kam halt auch erst hinter dem Interview. Wir haben zwar nochmal ein kleines bisschen Kamera drauf gehalten, aber das Gespräch danach war dann eigentlich nochmal viel interessanter, wie es dazu gekommen ist. Dieses Nylon 6, wie der Name da ja auch schon sagt, ist aus Fischernetzen gemacht worden. Also haben sie sich auf groß auf die Fahne geschrieben mit hier, wir recyceln Fischernetze. Aber wieso, weshalb, warum? Ich hatte dann auch noch gefragt, versiegt das irgendwann mal? Wie viel Material liegt da vor? War das jetzt mal so eine einmalige Aktion, dass es da, keine Ahnung, 100 Kilo gibt oder sowas? Oder wie ist das? Und da hat sich dann rausgestellt, dass er da irgendwo im Urlaub war oder er war halt irgendwo da zugange und hat halt bergeweise Fischernetze gesehen. Und hat dann auch mal gefragt, was ist mit denen oder irgendwie so. Und da hat sich dann rausgestellt, dass das alles nicht mehr verwendete Netze sind. Da gibt es jetzt auch irgendeine Organisation, die dahinter steckt, die halt diese 200 bis 400.000 Tonnen an Netzen, die da irgendwo entstehen, halt wieder recycelt, aufbereitet, dass man das überhaupt nochmal nutzen kann. Und Filamentum beteiligt sich jetzt daran, dass man da halt neues Material draus machen kann. Das wirklich Verrückte an der Sache war aber, dass gesagt wurde, dass diese Fischernetze nur ungefähr 10 Tage im Einsatz sind, bevor die schon wieder aussortiert werden. Und das ist echt verrückt, das ist Wahnsinn. Hintergrund ist der, wenn das im Wasser ist, im Salzwasser ist, da bilden sich irgendwelche Bakterien dran und die Fische können das dann riechen, schmecken, keine Ahnung, die nehmen das irgendwie wahr und schwimmen dann nicht mehr in diese Netze rein. Oder aber auch durch diese Wasser- und Lichtverhältnisse, die da im Meer herrschen, verfärben die sich auch. Und das bildet irgendein Enzym oder irgendein Bakterium da drauf, was halt die Fische dann nicht mögen. Und dann fangen die nichts mehr und dann werden diese Netze aussortiert nach spätestens 10 Tagen. Ich habe gedacht, die nutzen so ein Netz so lange, bis halt ein Loch drin ist oder so viele Löcher drin sind, dass man sie mehr flicken kann. Nee, die werden viel, viel früher aussortiert und das ist richtig krass und richtig krank. Und deshalb fallen da so viele Netze an, dass man da eigentlich erstmal eine ganze Weile Material draus machen kann. Hier jetzt von Filamentum Nylon 6 und auch das neue Orca, was dann genau dasselbe ist, das Nylon 6, allerdings dann auch nochmal mit CF. Und deshalb kann es aber auch sein, dass bei dem normalen Nylon 6 immer mal die Farbgebung minimal anders ist für Engineering-Teile, wo die Farbe nicht so eine große Rolle spielt. Und wie er sagte, ist halt eigentlich doch eine coole Idee des Upcyclings. Dann hatten wir noch das Non-Eulen. Da ist genau dasselbe wie bei 3DK Berlin. Man hat jetzt ein Filament, was sich komplett von alleine recycelt. Auch ziemlich geile Sache. Und was wir aber auch nicht erwähnt hatten, ist das PTG HFFR. Und zwar ein selbstlöschend, selbsthemmendes Material, sogar mit einer V0-Zertifizierung. Also ein Filament, was eine Zertifizierung hat.
Achtung, hören sagen, was man dann natürlich auch wieder in der Industrie einsetzen kann für bestimmte Maschinen, Produkte, die halt solch eine Zertifizierung brauchen, wo sich das Material selbst löscht, selbst hemmend ist, also dass es nicht brennt. Man könnte es anzünden und die Flamme würde sofort wieder ausgehen. Das ist halt wahrscheinlich für bestimmte Elektronikprodukte oder bestimmte Maschinen sehr, sehr sinnvoll. Also da gibt es jetzt noch das PETG HFFR. Und was wir dann noch hatten, war halt das PEBA. Ich habe es jetzt hier einmal im Blau und einmal im Rot, wo halt auch das Absorbing ziemlich geil ist. Beziehungsweise so richtig Absorbing ist es ja nicht, sondern es hat viel mehr Energie als bisherige TPUs oder TPAs, die es da so gab. Wir haben da die drei Bälle nochmal springen lassen, auch im Video gerade, im Interview. Und man hat gesehen, dass dieser blaue Ball, was ja aus dem PEBA gemacht wurde, deutlich öfters springt und auch höher springt als die vergleichbaren TPU- und TPA-Bälle, was da die anderen zwei Farben waren. Also alles im allen war ein sehr interessantes Interview. Wir haben uns davor und danach noch wahnsinnig über die ganzen Fischernetze und das Drumherum unterhalten und so. Das war sehr, sehr interessant. Das war jetzt hier bei mir nur ganz kurz grob zusammengefasst. Die ganze Geschichte könnt ihr da gerne auch nochmal auf der Webseite lesen. Ich verlinke das unten in der Videobeschreibung. Und das soll es mal zu diesem Short gewesen sein.